Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich habe jetzt lange nichts mehr gepostet, aber jetzt bin ich wieder am Start. Und zwar mit tollen Neuigkeiten. Und zwar kriegen wir Familienzuwachs, sozusagen. Und zwar eine Babykatze. Wir haben sie schon vor 2 Wochen quasi angeschaut und haben uns auf jeden Fall für sie entschieden. Und ja, ich freue mich so, so sehr. Wir überlegen schon seit Jahren eigentlich. Ich bin dann auch einfach mit Katzen aufgewachsen. Ich hatte bisher immer Katzen in meinem Leben und für mich war es klar, dass ich irgendwann eine Katze brauche, dass ich die Katze wieder in mein Leben hole. Aber ja, noch nicht jetzt. Also es war noch nicht klar, dass das jetzt passiert. Aber ich habe die gesehen und es war gleich so, ich brauche die. Und ja, das hat auch, dieses Treffen war auch super. Sie war super schmusig und hat sich sehr wohl gefühlt auf meinem Arm, hoffe ich. Also so hat es sich auf jeden Fall angefühlt und hat es ausgeschaut. Also hoffe ich, dass das alles klappt. Und in, ich glaube, 3 Wochen können wir sie abholen. Ja, und ich bin auf jeden Fall schon sehr gespannt und freue mich schon sehr auf die Zeit. Ich habe schon sehr, sehr viel bestellt. Und ja, darum geht es auch in diesem Video. Ich baue nämlich den Kratzbaum auf. Ich hoffe, ich kann das. Ich habe das ehrlich gesagt noch nie gemacht. Also irgendeinen Kratzbaum aufgebaut oder so, deswegen keine Ahnung. Ja, und dann kann ich euch auch nochmal zeigen, was ich sonst noch bestellt habe für die Katze. Und genau. Da ist das gute Stück. Genau, ich zeige euch mal, wie ich mir das hier erstmal vorstelle, weil hier steht ja dieses Regal. Problem ist, dieses Regal passt nicht auf diese Seite. Das ist einfach zu klein. Deswegen wollte ich das quasi ganz hier rüberschieben und den Kratzbaum hier in die Ecke. Also das kommt dann eh gleich weg. Genau. Und ich baue den jetzt eh erstmal auf und dann schaue ich, wie das mit dem Hinstellen geht. Wenn das zu groß ist, dann muss ich dieses Regal irgendwie wegtun. Ich hoffe nicht, dass ich es wegtun muss, weil eigentlich finde ich es echt schön dort. Aber ja, ich baue ihn jetzt erstmal auf und dann gucken wir weiter. So, jetzt muss ich erstmal die ganzen Einzelteile auspacken. Hier ist auf jeden Fall schon meine Hängematte. Sehr süß. Okay, dann kommen hier diese ganzen Einzelteile. Oh Gott, ich werde gleich Spaß haben. Ich hoffe, ich kann das. Ach, scheiße, wie viele Dinger sind da drin. Okay, ja, was soll ich sagen? Wird lustig, ein Mini. Oh, das kriege ich jetzt irgendwie nicht raus. Oh, Leute. Boah. Okay. Jetzt sind nochmal 2 Platten. So. Und noch was. Noch so Teile. Und sowas. Okay, auf jeden Fall schön, dass da nicht viel dabei ist, weil ich dachte, da ist eine Anleitung mit dabei. Ist es aber nicht. Soll ich das hier zusammenbauen? Ich weiß nicht mehr, wo was hingehört. Da sind überall so Buchstaben drauf, LL und so, aber wenn ihr keine Anleitung habt, dann bringt mir das ja auch nichts. Ja. Ich glaube, ich muss jetzt einfach gucken, ob ich das im Internet irgendwie finde. Oder ich muss mir einfach nochmal ein Bild von dem Kratzbaum anschauen, dann glaube ich, kriege ich das schon hin. Ja. Okay, also so soll der Kratzbaum übrigens aussehen. Ja, ich versuche das jetzt einfach so, ob ich das hinbekomme. Aber ich glaube, ich schaffe das. Weil da sieht man ja ungefähr, wie das sein soll. Ja, sagen. Ich fange jetzt einfach mal an. Mal schauen, wie lange ich dafür brauche werde. Oh mein Gott. Da ist eine Anleitung. Die war noch zwischen 2 Platten. Ja, okay. Dann easy going. Kriege ich das schon hin. Nur was mich ein bisschen verwirrt. Aha, ich muss erstmal alles auspacken. Ich dachte mir gerade, es fehlen noch irgendwie so Schrauben oder so. Aber tada, hier sind sie. Gut, dann starte ich mal jetzt. Jetzt wird es ja hier nie was. Mit meinen 50.000 Teilen. Ja.
erste Teil geschafft. Juhu! Ich weiß nicht, wie lange ich dafür jetzt gebraucht habe, aber es war echt blöd, diese Teile reinzukriegen. Ich hatte jetzt keinen Spaß dabei. Jetzt geht's weiter. Und zwar mit dem Teil G. Nee, A. Welches ist das jetzt? Hä? Ach so. Ich check's irgendwie nicht so ganz. Aber ich glaube mit der Platte A, wie ich das jetzt hier verstehe. Und da. Was muss da jetzt dran? Keine Ahnung. The sun is going down now. Been at it for a while. And I have had enough of this. I doubt. So, dieses Teil ist auch ready. Und jetzt. Ach so, ich habe was vergessen. Ich mache noch irgend so was Tolles hier rein. Diese Teile hier. So, gleich hier rein. Leider noch zu langweilig, was ich hier gemacht habe. Nicht, war es jetzt hier überhitzt, aber keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall. Ich bin fertig. Ich freue mich voll, dass ich das geschafft habe. Ja, jetzt werde ich noch versuchen, das da irgendwie hinzustellen, dass das gut aussieht. Ich hoffe, das passt mit dem Regal hin, weil ich will das Regal eigentlich echt ungerne wegstellen. Aber jetzt muss ich mal gucken, wie ich das am besten mache. So, das ist jetzt nochmal von einer anderen Perspektive. Ich weiß nicht. Der ist so klein. Also, wenn man das Regal anschaut, ist er so klein. Ich dachte irgendwie, der wäre größer. Die Frage ist jetzt, ob ich es andersrum mache, dass ich das Regal da hinstelle und das da in die Mitte. Aber, ich weiß nicht. Ich probiere das mal, wie das aussieht. Ich brauche jetzt kurz einen Zwischensnack. Und was gibt's? Nee, was gibt's Geileres als einen gekühlten Happy Hippo. Das ist das Beste, was es gibt. So, so schaut jetzt das aus, wenn ich die beiden Dinger geswitcht habe. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, was ich besser finde. Das schaut generell so komisch aus, weil es halt so ungewohnt ist. Ich glaube, ich muss mir jetzt noch überlegen, warum ich das mache. Aber auf jeden Fall bin ich schon mal froh, dass ich es geschafft habe, den aufzubauen. Ja, und warum ich das dann stelle, das ist, glaube ich, wahrscheinlich stelle ich das noch 50.000 Mal um, deswegen, ja, mal gucken. Ich habe vergessen, weiter zu filmen. Ich wollte euch ja noch zeigen, was ich sonst noch gekauft habe für unsere Katze. Und zwar, ja, ich drehe mal kurz die Kamera um. Und zwar einmal hier ein Katzenklo. Im Bad ist leider kein Platz, deswegen muss es quasi hier im Gang stehen. Und da oben kommt eigentlich noch eine Pflanze rein. Also das ist hier quasi so ein Teil, wo man halt noch eine Pflanze reinmachen kann. Die muss ich aber noch bestellen. Dann haben wir einmal hier in der Küche schon mal hier so eine Unterlage mit einmal einem, also zwei Näpfe, einmal für Wasser, für Trockenfutter und das quasi für Nassfutter. Ja, und dann habe ich schon einen ganzen Schrank voller Katzenfutter, also Nassfutter, Trockenfutter, Leckerlis, was weiß ich. Und hier drinnen sind ganz, ganz viele Spielsachen. Habe ich hier noch so eine Schleckmatte.
Und ja, ganz viel so zum Bürsten. Und wie gesagt, da drin sind Decken und ganz, ganz viele Spielsachen. Aber ich räume das jetzt nicht alles aus. Genau, und das war's eigentlich. Ich freue mich schon sehr. Ich nehme euch auf jeden Fall dann auch mit, sobald wir die kleine Maus abholen. Und ja, bin dann mal gespannt, wie sie hier auf die Wohnung reagiert, so ihr neues Zuhause. Ja, genau. Aber ich freue mich auf jeden Fall schon sehr. Und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und dann sehen wir uns bald wieder. Ciao!